Wenn sie shoppen gehen möchte, dann gehst du freudig mit. Du trainierst dir ein Sixpack an, so wie der Brett Pitt. Und wenn sie beim Friseur war, dann bemerkst du es, wenn dein Kompliment dafür zu schwach war. Dann verstärkst du es, wenn sie mit dir schmusen will. Anstatt Sex zu machen, schmus mit ihr und sei auch bei der Sache. Schau ihr tief in die Augen und sag, ich liebe dich. Und ganz wichtig dabei ist, irrigier bitte nicht. Dies ist das Rezept für alle Kerle, so bleibt ihr immer bei euch, eure Perle. Sagt ihr, dass euer Leben ohne sie ganz leer ist? Ihr müsst sie auf Händen tragen, auch wenn sie viel zu schwer ist. Wenn er Sportschau gucken möchte, dann guckst du sie mit ihm. Und wenn er einen Schnupfen hat, dann bemitleide ihn. Hat er den Hochzeitstag vergessen, dann zeige Toleranz. Und rülpst er mal beim Essen, zeig ihm, dass auch du rülpsen kannst. Wenn er mal nicht redet, frag ihn nicht, was er denkt. Kauf ihm eine Kiste Bier, verpack sie als Geschenk. Und wenn er im Stehen pinkelt und das Spülen vergisst, sag ihm, dass du gerne seine Putzfrau bist. Dies ist das Rezept. Bist du soweit? Ja. Dies ist das Rezept für alle Frauen. So bleibt er immer bei euch. Habt Vertrauen. Gebt ihm das Gefühl, er ist euer Star. Macht ihm Komplimente für sein Nasenhaar. Dies ist das Rezept für Frau und Mann. Wendet es bei eurem Partner an. Springt über euren Schatten, seid dafür bereit. Ihr müsst ganz einfach nur so sein. Ihr müsst ganz einfach nur so sein. Ihr müsst ganz einfach nur so sein, wie ihr gar nicht seid.